Willkommen zurück bei Hui Sports Club. Und wir machen heute das Boxen. Wir machen heute die letzte Sportart, die noch zur Verfügung steht. Und ich habe noch 47,5 Stunden zur Verfügung. Und wir gucken uns erst den Scheibenschreck an. Ja, da habe ich in der Aufregung gleich mal weggeklickt. Und heute wollen wir mal über das Spiel reden. Zuerst einmal finde ich es hier schon mal sehr geil, dass man diesmal nicht mit Wii-Fernbedienung und Nunchuck boxt, sondern mit zwei Wii-Fernbedienungen. Man kann auch nur mit einer spielen. Das ist dann aber auch wieder ein bisschen blöd gelöst, weil wenn man nur eine hat, dann muss man einhändig boxen. Und man kann nicht das Nunchuck nehmen. Also entweder einhändig mit einer oder beidhändig mit zwei. Aber beidhändig mit Nunchuck und Wii-Fernbedienung geht nicht mehr. Und das ist auch ein kleiner Kritikpunkt, weil wenn man nur eine Wii-Fernbedienung hat, dann ist das scheiße. Aber wenn man zwei hat, dann ist das viel, viel geiler, weil die Schläge natürlich viel genauer kommen. Und das macht dann echt Spaß. Und in diesem Modus müssen wir natürlich, wer hätte es gedacht, Scheiben einschlagen. 90 Sekunden haben wir dazu Zeit. Kombi, Bonusse, Boni. Gibt es natürlich auch wieder. Und ja, ist jetzt auch nicht so wirklich sonderlich kreativ. Macht zwar Spaß, aber auch nicht mehr als Wii Sports. Hier die großen Dinge müssen wir zum Beispiel zweimal zerschlagen, um Punkte zu bekommen. Und das ist eben das. Keine Kreativität, was vielleicht auch der erste Kritikpunkt an dem Spiel ist. Es ist nicht innovativ. Es ist einfach nur Wii Sports. Es verspricht ja aber auch, um ehrlich zu sein, nicht mehr. Es verspricht ja auch nur Wii Sports in HD und online zu sein. Und mehr ist es dann auch wirklich nicht. Es ist einfach nur ein HD, was zugegebenermaßen nicht mal wirklich gut aussieht. Also, ich könnte jetzt nicht also, man sieht es schon ein bisschen, aber jetzt nicht so sehr, wie ich mir das vielleicht wünschen würde. Ob das jetzt wirklich HD ist, also da hätte man ruhig mehr so auf Real-Life-Grafik und alles gehen können. Da gibt es schon viel mehr Möglichkeiten, aber man hat dann hier so eine einfache, ja, mittlere genommen. Und das hätte die Wii auch teilweise darstellen können. Also so ist es nur nicht. Ja, und das ist das. Warum? Warum nicht mehr? Warum nicht besser? Das finde ich so ein bisschen traurig. Dass es einfach nur dieses Online und HD ist. Und klar, es gibt neue Trainingsmethoden. Und gerade diese eine vom Baseball, die eine Trainingsmethode, hat mir schon echt gut gefallen. Die fand ich richtig episch. Und die habe ich dann sogar nochmal ein bisschen gespielt. Ich zeige euch übrigens auch hier nicht das normale Boxen, weil es wieder ganz genauso ist wie beim Wii Sports auch. Und das praktisch gesehen ja dann nichts Neues ist. Hier Birnen pflücken, erteile den Maisbirnen mit rechts, links und Kombination alle Lektionen. Über den Birnen wird angezeigt, welcher Schlag du schlagen musst. Kombis bringen Bonus, also man kann da auch Haken machen oder nach oben haken. Und dann bekommt man mehr Boni oder bekommt man Boni. Und ja, kann man machen, ne? Genau. Hier, also hier kommen dann einfach solche Dinger lang gefahren und dann muss man halt einfach so schlagen. Zur Steuerung muss ich schon sagen, es ist besser als Wii Sports, aber das ist natürlich auch der Wii Fernbedienung Plus geschuldet und nicht der besseren Programmierung oder so. Es ist halt einfach so, dass man jetzt mit der Wii Motion Plus spielt und in Wii Sports hat man noch mit der Wii Motion gespielt, die natürlich die Bewegungen viel unechter wahrgenommen hat und jetzt ist das Ganze eben besser. Und das liegt aber eben leider nicht an der besseren Programmierung. Oder was heißt leider? Es liegt nicht an der besseren Programmierung, sondern es liegt einfach an der Tatsache, dass jetzt neue Hardware vorhanden ist. Und genau, also deswegen macht es das auch nicht irgendwie besser. Dann die Bugs, wo man gesagt hat, die sollen gefixt sein. Mir sind in Wii Sports nie wirklich große Bugs aufgefallen. Ich meine, ich fand es etwas dämlich, wenn ich mit damals in Wii Sports meinen Schläger nach links gesprungen habe. Und der hat es nach rechts gemacht, aber das ist jetzt hier im Wii Sports Club auch noch teilweise so. Und das war halt einmal. Einmal war es und dann 100 Schläge wieder nicht mehr. Also er war kompensierbar. Das war jetzt nicht so schlimm, dass man da deswegen rumheult und nie wieder die Wii oder die Wii U angefasst hätte. Das war schon okay, so wie es war. Aber hätte man halt vermeiden können. So, dann der Online-Modus, den habe ich euch ja nicht gezeigt, der ist aber auch ganz okay, man findet teilweise Spieler, also es ist jetzt nicht so, dass man da der Einzige ist, der das spielt, aber es sind doch sehr wenig, also man muss auch teilweise lange warten, man muss teilweise auch mit Verbindungsproblemen rechnen, jetzt zwar nicht so stark, aber ja, hey, es gibt einen Online-Modus, juhu. Ja,
Das Spiel kommt übrigens auch als Retail-Version. Wer die NNN am Sonntag geguckt hat, der wird das ja eh schon wissen. Und 40 Euro wird die dann kosten, aber habe ich ja alles dort schon erzählt. Genau, da haben wir das Spiel jetzt auch geschafft. Auch nicht wirklich innovativ. War zwar ganz okay. Wie schon gesagt, hier beim Boxen finde ich halt geil, dass man beide Wii-Fernbedienungen benutzen kann und nicht nur ein Nunchuck. Das ist schon irgendwie geil. Und das letzte unter Beschuss. Weiche den Bällen aus, um Punkte zu sammeln. Sacke die Punkte ein, indem du den Schalter vor dir umhaust. Ducken, zack, ausweichen, bumm. So knackst du den Rekord. Genau, ja, dann die Musik, die Animation und die Effekte waren größtenteils okay, größtenteils aus Wii Sports einfach nur übernommen. Also ist das jetzt weder ein großer Plus noch ein großer Minuspunkt. Ja, ich denke mal, das können wir als größtenteils sinnloses Remake abstempeln. Da haben sie Zeit und Zeit und Leute verschwendet, die sie für Super Mario Sunshine Remake oder so hätten einsetzen können. Von daher, ja, ich finde das schade. Das Minispiel hier finde ich wieder ganz okay. Das Ausweichen klappt auch gut. Also, das macht auch echt Spaß. Aber, ist halt immer so. Ich denke mal, ich gebe den ganzen 5,5 von 10 möglichen Punkten. Also jetzt wirklich nicht gerade so eine dufte Wertung. Einfach, also am schlimmsten fand ich Golf. Am besten, Boxen, denke ich. Und am zweitbesten Tennis. Gefolgt von Baseball wegen dem Minispiel. Und dann das vierte an, also das letzte Minispiel dann halt an vierter Stelle. Bowling, genau. Bowling an vierter Stelle. Genau, so sieht meine Wertung aus. 5,5 von 5 Punkten. Kein bisschen innovativ, aber immerhin ist es ein Wii U-Spiel. Die Wii U braucht Spiele. Und Leute, die damals bei der Wii nicht zugegriffen haben, die haben jetzt auch die Chance, das Spiel nachzuholen. Wer es halt braucht, der kann sich's ja holen. Damit war's das mit dem Let's Play von diesem Spiel hier. Ich verabschiede mich und tschüss.